Wie gesagt, entweder bist du in der Players Lounge oder am Pool oder wo auch immer, aber wir sind zusammen und ich glaube, dass das auch letztes Jahr schon. Ich wollte jetzt nicht sagen, ich habe erwartet, ob Kathi es selber zugibt, dass sie keine Frühaufsteherin ist. Hey, wie war das noch gleich mit den langen Abenden? Genau. Kathi macht lieber lange Abende und auch lange Morgende. Also zum Thema Schlafrhythmus kann ich jetzt auch kurz erzählen, dass wir sogar jetzt schon damit anfangen. Also wir haben hier wirklich die besten Möglichkeiten. Erstmal haben wir auch noch viele Tipps bekommen, wie man so generell den Schlaf verbessern kann. Ansonsten haben wir jetzt auch alle Trainingseinheiten vorverlegt, dass wir da auch gezwungen sind, früher aufzustehen, um ja da schon mal auch ja eine halbe Stunde oder Stunde zu gewinnen und damit das dann auch schneller geht, wenn wir wirklich vor Ort sind und uns dann nochmal ja wirklich an die Zeit da gewöhnen müssen und dass das wahrscheinlich auch ja wieder ein paar Prozent ausmachen, die uns hoffentlich am Ende dann auf dem Platz auch helfen. Ja. Clara Bühl hat jetzt ein Darts-Turnier organisiert. Hat sie nicht letztes Jahr ein PlayStation-Turnier organisiert? Genau. Organisatorisches Talent zu haben. Ja, Animateurin. Ja. Ja, so jemanden braucht man auf jeden Fall im Team, der dann da auch so ein bisschen ja, für die lockere Stimmung dann auch neben dem Platz sorgt. Und ja, wie gesagt, entweder bist du in der Players Lounge oder am Pool oder wo auch immer. Aber wir sind zusammen und ich glaube, dass das auch letztes Jahr schon ein riesen Mehrwert war für uns und dass wir dadurch auch ziemlich zusammengewachsen sind und man das auch auf dem Platz dann gesehen hat. Und ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr auch ähnlich laufen wird, ja. Bist du zufrieden mit der Performance? Mit meiner, ja.